Morgen aus Stuttgart. Wir wollen euch jetzt noch kurz zeigen, wie wir gefischt haben. Kurz zur Erklärung, wir waren gestern am Rhein. Es ist eigentlich alles soweit ganz gut gelaufen. Wir haben uns ein paar schöne Stellen angeschaut, die wir fischen wollten. Und als wir dann auslegen wollten, ist uns aufgefallen, dass unser Motor was mit dem Vergaser hat. Deswegen mussten wir dann leider spontan umsiedeln. Es war dann erst gegen 15 Uhr. Das hat dann also noch genügend Zeit gehabt, dass wir dann zurück nach Stuttgart gefahren sind, umgepackt haben. Wir sind an Neckar und ja, wie wir da heute Nacht gefischt haben, erfolgreich gefischt haben, kann man schon vorweg sagen. Das zeigen wir euch jetzt im Folgenden. Die Neckarstrecke rund um Stuttgart zählt zu den monotonsten Strecken, ist weitgehend betoniert und eben ja, dem Industrie- und Stadtleben hier überall angepasst. Das Wasser steht und die Ränder sind wie gesagt überall sehr steinig und betoniert, sodass wir normale Routenhalter gar nicht reinbekommen. Deswegen haben wir unsere Montagen dahingehend angepasst. Wir haben hier ganz normale Bissenzeiger auf ja, so Banksticks drauf montiert. Die kriegt man zum Glück noch rein und wir haben kein Boot dabei. Wir machen das Ganze wirklich auf total einfache Art und Weise, dass wir auch spontan unter der Woche nach der Arbeit noch eine Runde fischen gehen können. Wie wir gerade gesagt haben, legen wir hier die Montagen vom Ufer aus, also wir haben kein Boot mit. Ich verwende jetzt in diesem Fall eine U-Posen-Montage, das ist ein ca. 40 bis 60 cm langes Vorfach. Das hat den Grund, warum wir so kurze Vorfächer fischen, dass das Wasser hier fast steht und die Montage so hoch auftreibt, solange das Vorfach ist. Sprich, fische ein 50 cm Vorfach, fische einen halben Meter über Grund. In diesem Fall haben wir jetzt Kalamari drauf. Ich werde es nicht angreifen, stinkt bestialisch. Ich verwende auch nur mit Handschuhe das Ganze. Wir legen die Kalamari nicht in die Sonne, wie man es oft hört, für 2-3 Tage, dass sie richtig schön verwesen, sondern wir kaufen sie und fischen auch gleich damit. Nur wenn jetzt 2 Tage draußen ist, stinken sie dann von selbst. So, dazu kommen wir verwenden eine Steinmontage, also brauchen wir noch einen Stein. Ich habe hier eine 40er Reißleine drauf, weil der Stein doch relativ klein ist. Würde ich jetzt einen Ziegelstein oder was Größeres fischen, hätte meine 50er drauf. Dass der Stein so klein ist, hat einfach den Grund, dass wir, wie gesagt, ohne Boot auslegen, sprich, wir werfen den Stein. Wie wir das machen, zeigen wir euch noch. Es schaut im Wurf oder wenn es noch in der Luft ist, schaut es einfach grauenhaft aus. Es schaut aus, wird sich verwickeln, es verwickelt sich aber eigentlich kann man sagen nie. Oder nicht anders wie eine Montage, die man mit Boot auslegt. Am besten ist, wenn man es das erste Mal macht, man wirft 2-3 Montagen mal rein, dass man ein Gefühl dafür bekommt, holt sie wieder raus und wird dann sehen, es hat sich nicht verwickelt und man kann so fischen. Dann hat man einfach mehr Vertrauen, wie wenn man es das erste Mal rein wirft und sich dann fragt, hat sich jetzt verwickelt oder passt alles. So, und wie wir das jetzt machen, möchten wir euch gleich zeigen. Der Neckar ist, wie vorher schon gesagt, relativ monoton, deswegen müssen wir nicht besonders weit raus. Ich denke mal, so 2 bis 5 Meter wird etwa die Stelle sein, wo es noch ein bisschen absinkt und ab da hat man die tiefste Stelle erreicht, wo dann auch die Fische entlang ziehen. Ja, beim Werfen, kurz bevor ich werfe, nehme ich natürlich die Rute in die Hand und schaue, dass es nichts verheddert hat und dann anschließend werfe ich den Stein einfach locker raus. Nach dem Auslegevorgang nehmen wir dann Spannung zum Stein auf. Der Stein ist fest eingebunden und sorgt für den ersten Hakeffekt. Wir fischen mit offenem Bügel, damit wir dann direkt den Bügel zuklappen und anschlagen können. Da mit offenem Bügel fischen, müsste die Schnur irgendwo fixiert werden. Das machen wir ganz einfach mit einem Schlag. Und dieser Schlag, der wird einfach an einem nahegelegenen Grashalm oder einem Ast oder irgendwas, wo halt abreißen kann, fixiert. Sodass, wenn mal doch im stehenden Wasser ein Boot vorbeifährt, was angetrieben kommt, nicht direkt ein Alarm ausgelöst wird. Anschließend wird dann hinter dem Bissanzeiger mit einem Stock die Schnur am Boden fixiert, dass Spannung auf das Röhrchen kommt oder das Röhrchen, dass es laufen kann. So, das Ganze funktioniert natürlich auch, das demonstrieren wir euch kurz in der Praxis. Also im Fall von einem Biss läuft einfach die Schnur ab, ungehindert, der Fisch ist bereits gehakt. Wir klappen dann den Rollenbügel zu und nehmen einfach Spannung auf und können direkt dann anschlagen oder halt, ja, wie gesagt, einfach anfangen zu drillen. Ja, das Ganze schaut wirklich relativ wild aus und man fragt sich auch, warum man das so macht. Ich selber habe damit auch am Anfang so meine Probleme gehabt, das ja, anzuwenden und zu vertrauen. Aber der Daniel hat es jahrelang erfolgreich bei sich getestet. Gerade da, wo eben keine Rutenhalter normal reingebracht werden oder wenn man nach der Arbeit von ein paar Stunden fischen geht, ist es wirklich eine ideale
Möglichkeit, schnell und einfach noch zum Fischen zu kommen. Ja, die Montage, die wir eben geworfen haben, holen wir jetzt ein. Das seht ihr auch gleich, dass sie sich nicht verheddert hat und dass das wirklich alles seine Ordnung hat und auch ein fängiges Prinzip darstellt. Die leichten Steine, die haben zwei Vorteile. Den ersten, man kann den Stein retten. Der zweite, der Fisch, der zieht am Anfang den Stein mitten. Durch das Mitziehen setzt sich der Haken extrem gut im Maulwinkel vom Fisch fest. So, die Montage, die wir eben geworfen haben, hole ich jetzt ein. Und wie ihr seht, hat sie sich natürlich nicht verheddert. Alles hat seine beste Ordnung.